Ja, guten Tag. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich und natürlich unsere neue Pressesprecherin. Die Thüringer haben ja hier in Berlin richtig gewildert und alles abgezogen. Aber wir sind, glaube ich, sehr froh, dass wir eine qualifizierte Pressesprecherin wieder gefunden haben. So, ich möchte zuerst auf Griechenland eingehen. Keine Überraschung. Das Pokerspiel wird ja jetzt erstmal weitergehen, wenn die griechische Regierung die Reformvorschläge vorlegt. Ich glaube, darin liegt eine Chance. Wenn Griechenland wirklich Spielraum bekommt, Reformen durchzuführen, die die Lage im Land verbessern. Da geht es insbesondere, glaube ich, um zwei Dinge. Sie müssen die Hoheit bekommen, eine eigene Steuerpolitik zu machen. Das Problem ist ja längst erkannt. Insbesondere die Reichen und Vermögenden in Griechenland, die reichsten Familien zahlen kaum Steuern. Da muss die Regierung ran und hat sie auch die Absicht. Das ist auch außerordentlich positiv. Aber sie müssen auch die Chance haben, ihre Sozialprogramme durchzuführen. Es ist ja etwas seltsam, in welcher Form hier in die nationale Souveränität eingegriffen wird. Also dass die Troika ihren Kurs vertritt, ist ja nichts Neues. Dass es aber so weit geht, dass jede einzelne Reformmaßnahme genehmigt werden muss, ist eigentlich ein unerhörter Eingriff in die demokratische Souveränität einer gewählten Regierung. Und es wird weitreichende Folgen natürlich zum Verhältnis zu Europa insgesamt oder zur EU insgesamt haben, wenn dieses Spiel so weiter getrieben wird. Insgesamt betrachten wir das Ergebnis, soweit es vorliegt, mit gemischten Gefühlen. Einerseits will ja die EU und will der Internationale Währungsfonds und auch die EZB, sie wollen nicht die Auflagen aufgeben. Wir haben aber immer die Auflagen kritisiert und gesagt, dass das eine grundsätzlich falsche Richtung der europäischen Politik ist. Daran hat sich nichts geändert. Andererseits wollen wir aber nicht geringschätzen, dass Syriza Spielräume durchgesetzt hat, die tatsächlich ernsthafte Risse im Gebälk darstellen. Also Syriza hat durchaus erreicht, dass die Primärüberschüsse nicht in gleichem Ausmaß erwirtschaftet werden müssen, wie seither aufoktroyiert, was im Übrigen auch gar nicht möglich ist. Selbst Deutschland würde keine 4,5% Primärüberschuss erzeugen können. Aber wie gesagt, wie die einzelnen Reformvorschläge aussehen und wie sich dann die EU-Institutionen dazu verhalten, das müssen wir abwarten. Das Spiel, das Bild, das Herr Schäuble abgegeben hat, ist inakzeptabel. Anders kann man das nicht ausdrücken. Er hat sich als Hardliner dargestellt, obwohl die bisherige Politik sowohl gegenüber Griechenland wie gegenüber ganz Europa jämmerlich gescheitert ist. Die sozialen Folgen brauche ich hier nicht mehr auszudrücken, aber 60% Jugendarbeitslosigkeit, mehr Verschuldung als zu Beginn der Sparbeschlüsse, das sind alles Indizien, dass diese Politik gescheitert ist, nicht fortgesetzt werden kann. Das will man nicht zugeben und deswegen ein besonders harter Verhandlungsstil, dass der sich nicht 100% durchgesetzt hat, ist ein Erfolg der neuen Linksregierung. Es wird sicher weitere Länder geben, die mit diesem Kurs nicht einverstanden sind und die sich dagegen auflehnen. Darin liegt eine Chance für eine neue Europapolitik. Es geht in dieser ganzen Auseinandersetzung auch nicht nur um Griechenland. Es geht da in Wirklichkeit um ganz Europa, um die ganze EU. Und wir bleiben bei unserem Standpunkt, die Austeritätspolitik, die Auflagenpolitik, die Verkürzung, Verarmungspolitik muss beendet werden, damit Europa eine Chance auf wirtschaftliche, nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung hat. Besonders enttäuscht sind wir nach wie vor von der Sozialdemokratie. Die Sozialdemokratie hätte die Chance gehabt, nach dem Wahlerfolg von Syriza wenigstens etwas ihren alten Keynes wieder auszupacken und für nachfrageorientierte Politik
in Europa zu stehen. Das hat sie nicht gemacht. Sie hat sich leider an die Seite der Konservativen gestellt, auch mit diesen Slogan verbreitet, die Deutschen, die Steuerzahler in Deutschland oder in anderen Ländern in Europa dürfen nicht für die Schulden der Griechen in Haftung genommen werden. Das ist eben der völlig falsche Ansatz, entspricht auch nicht den Tatsachen. Die Steuerzahler in ganz Europa haben für die Rettung der Banken bezahlt und nicht für die Rettung der Griechen oder von Griechenland. Trotzdem müssen die Chancen jetzt ergriffen werden. Vielleicht gibt es auch noch ein Umdenken bei der europäischen Sozialdemokratie und sie setzt wieder stärker auf nachfrageorientierte Politik, auf die Stärkung der Binnenmärkte, auf die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und wird nicht mehr hauptsächlich in Verbindung gebracht mit Verkürzungen, Verarmungsprogrammen, mit Bankenrettung, mit Zerschlagung der Sozialsysteme. Das würde Hoffnung machen. Und die Chance, dass weitere Länder folgen, ist durchaus nicht von der Hand zu weisen. Schlüsselfrage wird sein, ob in Deutschland diese Politik fortgesetzt wird oder nicht, im wirtschaftlich stärksten Land, und wie sich längerfristig Italien und Frankreich positionieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Italien und Frankreich diese Politik weitermachen kann. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Politik in Deutschland unwidersprochen bleibt, weil sie auch der Bevölkerung in Deutschland nicht vom Nutzen ist. Wir können kein Interesse haben, die Nachbarn zum Bettler zu machen. Wir können kein Interesse haben, dass die sozialen Verwerfungen in dieser Form fortgesetzt werden. Es muss einen Aufbruch geben für mehr Beschäftigung und für nachhaltige Wirtschaftspolitik. Heute oder gestern und heute hat Herr Gabriel versucht, aus der TTIP-Falle herauszukommen, indem er vorgeschlagen hat, bei CETA in der Form nachzuverhandeln, dass ein europäisches Handelsgericht eingesetzt wird, das die Fälle entscheiden soll. Er ist also vom Standpunkt etwas runtergegangen, dass private Schiedsgerichte die Entscheidungen treffen sollen. Das war ja einer der Hauptkritikpunkte an den ganzen Freihandelsabkommen, dass im Kern eine totale Konzernübermacht entsteht und die Rechte der Verbraucher und der Gewerkschaften der Arbeitnehmer eingeschränkt werden, nicht nur über die privaten Schiedsgerichte, aber auch über die privaten Schiedsgerichte. Es gab viel Kritik an Gabriel in der SPD selber. Ich glaube, die ganze Geschichte ist eine große Luftnummer und nicht ernst gemeint, und es wird auch nicht zu diesen europäischen Handelsgerichten kommen, sondern es dient zur Beruhigung ins eigene Lager rein. In der SPD werden die Kräfte stärker, die sagen, wir wollen nicht, dass Gabriel der nächste Genosse der Bosse ist und hier die Interessen der Wirtschaft vertritt, sondern wir wollen, dass Verbraucherinteressen und Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte eine Rolle spielen. Von daher bleiben wir bei unserem Standpunkt. TTIP, die ganzen Freihandelsabkommen sind grundsätzlich abzulehnen. Sie sind der falsche Weg. Hier wird im Übrigen in einem Ausmaß, das wir vielleicht erst in einigen Jahren verstehen werden, die Demokratie ausgehebelt, wird die Demokratie ganz klar Wirtschaftsinteressen von mächtigen Konzernen untergeordnet, und es werden natürlich in der Folge auch die Rechte der Verbraucher und der Arbeitnehmer ausgehebelt. Diese Verhandlungen müssen in der Tat beendet und gestoppt werden. Und es darf nicht sein, dass auf diesem Weg demokratische Rechte ausgehebelt werden. Im Übrigen freut mich, dass die Stimmung in der Bevölkerung wirklich umkippt. Es zeigt, es gab noch nie eine Mehrheit für TTIP und für die Freihandelsabkommen, aber diese knappe Zahl ohnehin von 49% Zustimmung geht jetzt weiter zurück. Eine Mehrheit der Bevölkerung ist offensichtlich skeptisch. Wir müssen auch ein bisschen beachten, warum Gabriel das macht. Er braucht nämlich die Zustimmung des Bundesrates.
Und es gibt Kritik der Grünen, es gibt Kritik der Linken und es gibt Kritik in der eigenen Partei. Deswegen ist ein Ablenkungsmanöver hochwillkommen, um quasi den Widerstand etwas einzudämmen. Wir werden dieses Spiel definitiv nicht mitmachen. Zur NSU-Affäre in Hessen. In Hessen haben wir den Fall, dass ein Ministerpräsident, amtierender Ministerpräsident in seiner Zeit als Innenminister offensichtlich Ermittlungen in einem Mordfall behindert hat. In anderen Bundesländern müsste vielleicht ein solcher Ministerpräsident zurücktreten. In Hessen gelten offensichtlich andere Maßstäbe, unter anderem auch, weil die Grünen sich schützend vor Volker Bouffier stellen. Sie treten damit im Übrigen ihre eigene Glaubwürdigkeit in die Tonne. Es steht der Verdacht im Raum, dass das Hessische Landesamt für Verfassungsschutz Täterschutz betrieben hat. Schlimmer noch, dass Polizei und Staatsanwaltschaft vom Inlandsgeheimdienst genarrt worden sind. Sollte sich bestätigen, dass der Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, der beim NSU-Mord in Kassel am Tatort war, Täterwissen hatte, entwickelt sich das Ganze zu so etwas wie einer Staatsaffäre. Denn dann reden wir von einem Geheimdienst, der eine Mordserie hätte aufklären können, dem der Quellenschutz aber wichtiger war und der letzten Endes zu verantworten hat, dass die mordenden Neonazis des NSU viele Jahre unbehelligt blieben. Trifft zu, was gestern im Artikel der Welt am Sonntag angedeutet wurde, hätte die Mordserie nach der Tat in Kassel gestoppt werden können und die Polizistin Michele Kiesewetter wäre noch am Leben.